Jungs und Matrosen, euer Ree hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Pickups. Ein paar Pickups. Ja, es gab wieder einiges. Drei Games habe ich im Tevi gekauft. Drei Games. Zwei Games habe ich aus dem Game Studio hier in Nürnberg beim Chris. Und zwei Dinge sind mir anderweitig ins Haus geflattert. Und mit denen möchte ich auch gerne anfangen. Das erste ist, und da möchte ich mich beim Gary bedanken, und zwar für dieses Acrylcase, was er aus England bestellt hat. Und darin ist mein Shield Resident Evil 2 auf der PS1. Hat mich ein 20 inklusive Versand gekostet. Meiner Meinung nach allemal das Geld wert. Das Spiel war nicht günstig. Das muss gut geschützt werden. Und wie ihr hier seht, ich dachte, das kommt in einem ja, relativ unspektakulären Acrylcase. Also ohne... Hier, wie ihr sehen könnt, diese Kanten und Ecken. Ich dachte, das wäre halt so richtig maßgeschneidert, was es ja auch an für sich ist. Aber halt ohne diese herausstehenden Kanten. Ich war erst ein bisschen so, ja, wie gesagt, ich habe ein anderes Design erwartet. Aber so mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt und finde wirklich, dass das ist schick. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dankeschön an den Gary, dass er mir das besorgt hat. Ja. Und zum anderen... Und dann kommen wir auch gleich zu den Games und so, die ich mir gekauft habe. Und zum anderen ein Griff für meine Switch. Und zwar das hier von Mumba. Ich hatte zuvor, und die hatte ich sehr, sehr lange und ich war auch sehr zufrieden damit, etliche von diesen ja, 3D gedruckten Cases für die Switch. Der Basti hat mir den hier in dem Fall gebaut. Also rausgedruckt und wie ihr sehen könnt, das wird einfach nur da reingesteckt und los geht's. Das Problem mit diesen 3D-Druckgeschichten ist einfach, dass sie ja nicht sehr stabil sind. Mir sind schon etliche auch kaputt gegangen. Entweder sind sie hier in der Mitte, da steckt man ja zusammen. Irgendwann hielt das Ganze nicht so richtig, deswegen habe ich hier auch hier dieses Tesa drum. Und zum anderen ist mir in dem Fall hier unten... Oder wie ihr hier in dem Video sehen könnt, ist mir das einfach, ich weiß nicht wie, weil das ist, an für sich ist es doch, es ist schon stabil, ist mir diese Ecke abgebrochen. Es hat trotzdem noch gehalten und wie gesagt nochmal Dankeschön an den Basti, dass er mir das rausgedruckt hat. Aber ich wollte jetzt mal was Richtiges, Vernünftiges und zwar in dem Fall dieses Case von Mumba. Ich habe mich auf Amazon ein bisschen schlau gemacht und das ist... Das Case, was alle am meisten gefeiert haben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. 20, 25 inklusive Versand. Hab mir aus Versehen das Mumba Case für die Lite bestellt. Hab's dann zurückgeschickt, hab das bestellt und zwei Tage später war das auch da. Und ja, passt wunderbar in die... passt wunderbar rein. Also man schiebt es auch einfach da rein. Zack, zack. Und drin ist das Ding. That's what she said. Und was nicht so gut funktioniert, was ich auch gleich habe bleiben lassen, es wird vom Hersteller beschrieben, dass man selbst mit Case das in die Switch-Dock reinstellen kann, was an für sich auch möglich ist, aber mit etwas Druck. Und das war mir etwas zu viel Druck, das man da benötigt hat. Deswegen mache ich das Ding vorher ab. Und ja, es liegt gut in der Hand, muss ich sagen. Ich muss aber ehrlich sein, der 3D-Druck hat mir ein bisschen, gefällt mir ein bisschen besser, liegt etwas besser in der Hand. Aber wie gesagt, das ist ein Tod, den ich sterben muss. Es ist der Griff, die Grifffläche hier ist ja etwas weniger. Hier seht ihr es auch nochmal, wenn man es da reinschaut. Hier könnt ihr nochmal sehen, ja, bei dem 3D-Druck ist das Ganze noch etwas dicker. Ja, dennoch. Ich habe mich schon dran gewöhnt, schon etliche Stunden so im Handheld-Modus gespielt und ja, cooles Case von Mumba. So, jetzt ab zu den Games. So, die ersten drei Games, die ich euch zeigen möchte, sind wie gesagt aus dem Tevi oder Expert. Habe ich vorhin Tevi gesagt? Expert. Das Ding ist, bei mir in der Arbeit in einer bestimmten Tour mache ich immer Pause vor einem Expert. Und das ist nicht so gut. Denn da schaue ich immer rein und nehme mir meistens was mit. In dem Fall waren es drei Games zum Preis von rund 50 Euro. Ich glaube 50 und
30 Cent oder irgend sowas. Das erste, und ja, mein lieber Jansel, ich weiß, das gibt's für die PS4 im Doppelpack, aber ich will's auf der Switch. Und das ist nicht das Doppelpack, sondern nur der zweite Teil von Unravel. Und in dem Fall, wie der Name schon sagt, Unravel 2, kann man das Ganze zu zweit spielen. Und wer das nicht kennt, ein schönes Spiel aus dem Hause EA. Ich habe den ersten Teil schon gezockt, da bin ich aber etwas verzweifelt, relativ schnell, und hab's dann sein lassen. Und den Teil habe ich mir mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, okay, meine Freundin ist viel, viel schlauer als ich. Das ist was du mit ihr zu zweit zocken kannst. Und ihr seht hier auch gerade Original Gameplay von mir und meiner Freundin. Wir haben das zusammen auf jeden Fall mal angefangen. Ihr gefällt das ganz gut. Ja, Unravel ist ein Side-Scrolling Jump-and-Puzzler, sage ich mal. Also man kommt immer wieder an Stellen im Spiel, wo man ein bisschen nachdenken muss. Man spielt diese zwei Garenwesen. Was sehr cool ist, ist, dass man die Wesen ein bisschen individuell gestalten kann, also die Farbe ändern, den Kopf, die Augen so ein bisschen. Und ich habe in dem Fall mir ein schönes gelbes Mannequin gebastelt. Und man ist in dem Spiel sozusagen ja mehr oder weniger aneinander gebunden. Also man kann sich verbinden miteinander durch die Wolle, aus der man besteht, und muss allerlei Hindernisse überqueren. Und das macht halt zu zweit auf jeden Fall Bock. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir optisch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr schön umgesetzt. Die Hintergründe sind fast fotorealistisch, sage ich mal. Die Musik ist sehr entspannend, ist sehr schön. Und es ist so ein richtiges Feierabend-Game, ja, für ältere Menschen wie mich, so sage ich mal, aber auch für Jungen, ja, auch für Jungen, die so ein bisschen den Kopf anmachen wollen. Ich bin mal gespannt, durch sind wir noch nicht, haben es aber schon, ja, relativ weit, was heißt relativ, 2,5, 3 Stunden sind wir drin, macht nach wie vor Spaß, vor allem zu zweit, auf jeden Fall zu empfehlen. Unravel 2 auf der Switch. Und das nächste Spiel, ein Klassiker auf dem PS1, den ich mir damals nicht reingezogen habe. Ich weiß auch nicht wieso, genau, keine Ahnung. Ging irgendwie an mir vorbei. Und da habe ich es liegen sehen für einen guten Kurs mitgenommen. Und zwar das Remaster von Medieval, in dem man den Sir Daniel Fortesque spielt. Ein gescheiterter Ritter, der ganz am Anfang von einer Schlacht sofort gekillt wird. Und von einem Jahre, Jahrhunderte, wie auch immer später, von einem Necromancer wieder zum Leben, also so ähnlich, ich sag mal jetzt nicht zum Leben, denn man läuft als wandelndes Skelett. Ja, und man kann sich quasi seine Ehre wieder zurückholen, ja. Wie gesagt, ist es an mir vorbeigegangen auf der PS1. Ich hab's vor einer Weile mal gespielt, aber wenn ich ein Game auf der PS1 Spiel und ich habe keine Nostalgie dafür und die Grafik ist nee, so wie der Teil auf der PS1, zumindest mir war sie doch ein bisschen, es war doch zu alt in dem Fall, dann genau dafür sind meiner Meinung nach Remasters super, ja, für Leute wie mich, die einen Teil auf der PS1 oder wie auch immer einer älteren Konsole nicht gespielt haben, für die das nicht, ja, die Grafik nicht schön genug ist und die Nostalgie einfach fehlt. Dafür sind solche Remasters auf jeden Fall nice. Mir das Spiel bis jetzt, ich habe ein bisschen reingezockt, ganz gut gefallen. Ich bin so eine halbe, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas, bin ich drin. Ist so ein schönes Spiel für Halloween, sage ich mal auf jeden Fall. Es ist alles schön, ja, auf eine charmante Art und Weise düster und Halloweenisch, ja, ist alles mögliche an Geister, Zombies, Skelette, was man sich so alles vorstellen kann. Auch die Musik ist sehr, sehr schön, optisch mega, mega nice, hat eine richtig schöne Atmosphäre. Das Kampfsystem ist für den einen Hit or Miss, denn es ist relativ, ich sag mal, es ist alles sehr wild, ja, man hat Fernangriffe, man hat Schwert, Melee-Waffen. Man kann blocken mit einem Schild, aber das habe ich bis jetzt nicht getan, sondern ich habe einfach, meiner Meinung nach, also es ist schwer zu blocken. Das Beste, was man in dem Game macht, ist drauf Button mashen. Ja, gib ihm.
Das hat mir bis jetzt am meisten geholfen. Es sieht ein bisschen wild und unkoordiniert aus, aber meiner Meinung nach, manche beschweren sich darüber, aber meiner Meinung nach passt es zu dem Spiel. Es passt zu der Art von diesem Sir Daniel Fortesque, schon allein wie der läuft in dem Spiel. Ja, das sieht alles ein bisschen seltsam aus und meiner Meinung nach passt das Kampfsystem so, wie es ist. Ja, Medieval Remaster auf der PS4. Hat mir auf jeden Fall gut getaugt bis jetzt. Und dann zu guter Letzt aus meinen Pickups aus dem Expert. Ein Spiel, das ich auf der PS3 gespielt habe. Das ist jetzt quasi obwohl es der Nachfolger ist, ist es eigentlich die Vorgeschichte. Und zwar von der guten Faith. Ja. Und das Spiel ist Mirror's Edge Catalyst. Der Vorgänger ist ein Free-Running-Game, sag ich mal. Man spielt, wie gesagt, die Faith. Man ist in einer Welt, in der die Menschen Wohlstand gegen Privatsphäre getauscht haben, sozusagen. Aber es gibt noch einige Menschen, die darauf keinen Bock haben, ja. Die wollen ihre Freiheit, die wollen ihre Privatsphäre. Aber alles ist halt, wie gesagt, überwacht, ne? Also auch vor allem die Kommunikation untereinander. Und es gibt sogenannte Runner in diesem Game. Und in dem Fall ist das hier die gute Faith, die als Boten dienen. Ja, also wenn man eine Nachricht hat für jemand anders, das ist der einzige Weg, noch verschlüsselte Nachrichten aneinander bringen zu können. Und zwar über sogenannte Runner. Ja, ich habe es zwar schon aufgemacht, ich habe mir auch nur ein bisschen Gameplay angeschaut. Es sieht super, super schön aus. Es ist schön futuristisch alles. Teil 1 hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Es gibt auf jeden Fall Combat in dem Spiel. Es gibt Schuss-Combat, es gibt Faust-Combat, aber es ist halt eher darauf ausgelegt, dass man das eventuell, wenn es geht, vermeidet und halt sich verpisst und abhaut und über Dächer springt und so weiter und so fort. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Wisst ihr, warum ich mir das gekauft habe? Also, warum ich mir das nächste Spiel gekauft habe? Weil ich das hier gekauft habe. Und zwar der Vorgänger. Mirror's Edge auf der PS3. Jetzt kommen wir schon zu den Funden, die ich beim Chris im Game Studio mir mitgenommen habe. Das heißt Funden, also Sachen, die ich dort gekauft habe, sind zwei in der Zahl. Zum einen Mirror's Edge, das ist quasi der Nachfolger von Mirror's Edge Catalyst. Also das ist die Vorgeschichte von dem PS3-Teil. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal gespielt habe auf der PS3. Das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, jetzt kann ich verstehen, warum manche darüber reden, dass Spiele auch Kunst sein können. Ja, für mich ist das ein Kunstwerk gewesen, als ich es gespielt habe damals. Denn ich war alles Mögliche an Games gewöhnt, also First-Person-mäßig vor allem, dass nur geschossen wird. Alle First-Persons, die ich davor gespielt habe, ging es immer nur ums Ballern. Und das war so das erste Game aus der First-Person-Perspektive, in dem man mehr oder weniger über Dächer und über Wände rennen musste. So, wie nennt man das nochmal? Parkour. Ein Parkour-Game. Das einzige Mal, dass ich diese Art in einem anderen Game gesehen habe, war bei Dying Light. Aber das hier war definitiv davor da, ne, hier auf der PS3. Und hier spielt man auch, wie gesagt, die Faith. Und ich gehe mal davon aus, dass der PS4-Teil sehr, sehr ähnlich sein wird. Zumindest sah das vom Gameplay her so aus. Auch hier, das ist ein Game, auch obwohl es frustrierende Momente geben kann, in denen man einen Sprung nicht schafft und ihn 10-mal hintereinander versuchen muss, bis man es endlich schafft. Auch das ist ein Spiel, wo ich weiß noch damals einfach zurücklehnen, entspannen, genießen konnte. Das visuelle, die Musik in dem Spiel, die Themes, ja, der Soundtrack, es hat einfach alles wunderschön gepasst. Ja, Mirror's Edge 3 gab's für einen Fünfer beim Chris. Und zu guter Letzt habe ich mir mal wieder was für den Game Boy Advance gegönnt, und zwar mein Favorite Mortal Kombat Teil. Zumindest, also damals auf der GameCube. Deadly Alliance, das hat er da gehabt, auf dem Game Boy Advance. Wollte er 15 Euro für haben,
habe ich gerne mitgenommen. Zugegeben, die OVP ist jetzt vor allem unten nicht mehr so schön, aber sonst ringsherum alles in Ordnung. Das Modul und die Anleitung sind tippitoppi, meiner Meinung nach, also in gutem Zustand und ja, ein allgemein guter Zustand hier. Ich konnte preislich nicht viel rausfinden auf eBay. Ich habe nur eins gesehen für, also in gutem Zustand, sehr gutem Zustand für 60 Euro Sofortkauf. Aber da hat der Chris schon gemeint, dass er, nee, komm, lass mal die Kirche im Dorf. Und hat es mir für 15 angeboten. Dankeschön auf jeden Fall, Chris. Zum Spiel selber sei gesagt, es ist spielbar. Spielbar! Warum geht meine Stimme dahin? Ist es spielbar? Ich hab's fast durchgespielt im Arcade-Modus. So sehr hat's mir Spaß gemacht. Die Kämpfe waren relativ kurz. Es war eine Runde und dann ist man schon weitergekommen. Grafisch ist es jetzt nicht der Burner. Aber ist klar, das System der Game Boy Advance, auch wenn man anderes gewohnt ist. Ich kenne wirklich schöne Spiele auf dem Game Boy Advance, aber man muss bedenken, das Game ist relativ groß, so vor allem was halt aufs Onscreen passiert. Neben den zwei Protagonisten, die gegeneinander kämpfen, hat man allerlei, das sich im Hintergrund bewegt. Die Level, in denen man spielt, die drehen sich je nachdem 360 Grad quasi, also da ist ganz schön viel los auf dem Screen, was dieses kleine Handheld halt berechnen muss, ja. Und ist klar, so ein Side-Scrolling, Jump'n'Run, kann man doch eventuell schöner gestalten, da man dann weniger zu berechnen hat. Ich bin nicht der Riesen-Professor hier und weiß nicht so genau, ich kann es mir nur so erklären. Es ist relativ pixelig, aber es war spielbar. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe natürlich wie immer Kung Lao genommen und wie gesagt damals auf der GameCube mit meinem Homie Spiss wie die Blöden gespielt. Wir haben etliche Runden. Es kam immer wieder mal vor, dass wir Runden, dass es keinen Sieger gab, ja, weil jeder wusste immer den nächsten Move quasi vom anderen. Und ja, so habe ich es gesehen. Stand da rum, Mortal Kombat, Deadly Alliance auf dem Game Boy Advance. Was mich aber richtig aufregt, und das ist bei so vielen Game Boy Advance Titeln, dass die Seiten, ich kann das nicht so in den Schrank stellen, denn auf der Seite steht nirgends das, also der Name von diesem Spiel drauf. Es steht nur vorne drauf. Hier, das ist alles. Warum machen die das? Und das ist vor allem beim Game Boy Advance so gewesen. Oh Mann. Naja, egal. Für 15 Euro nochmal Dankeschön, Chris. Und das waren meine Pickups aus der letzten Woche. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Was habt ihr denn so reingepickt, die letzte Zeit? Ich glaube, ab nächster Woche geht bei uns hier der Flohmarkt wieder los. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Außer, ich habe schon gehört, eventuell die Regulierung, die es dann geben wird. Man muss sich vorher über eine App anmelden. Man darf nur zu dritt an einem Tisch stehen, was ja an für sich nicht schlimm ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, was da los ist. Ich war zuerst hier am Tisch. Und so weiter und so fort. Da lasse ich mir erstmal von dem ein oder anderen Versuchskaninchen, der zuerst auf dem Flohmarkt unterwegs ist, berichten, ja, wie es denn so war. Gut, das war's. Meine Pickups für heute. Unter anderem, da waren noch ein paar andere Sachen, aber hier die Games auf jeden Fall. Ja, was habt ihr denn so reinbekommen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Ree.